Liebe Kommunionkinder, warum sollen wir eigentlich beichten? Warum soll ich überhaupt erzählen, dass ich etwas falsch gemacht habe? Das macht Sinn. Das ist so wie Burkhard Josef, der mal die wertvolle Glasuhr, die große Glasuhr vom Schreibtisch seines Vaters nahm, in der Hand hielt, sie ihm allerdings aus seinen glatten Händen, weil er schweißige Hände hatte, aus diesen Händen fiel und auf den Boden fiel und zu Bruch ging. Jetzt ist ja auch etwas kaputt gegangen. Wie gehen wir denn da am besten jetzt mit um? Vielleicht nehme ich den Teppich und lege ihn einfach da drüber. So, es kann doch jemand was sehen. Was mache ich jetzt? Ich mache das Licht aus. Aber so richtig ist die Lösung auch nicht. Denn irgendwie kann sich jemand an den Scherben noch verletzen. Oder es steht immer noch zwischen uns. Sie liegen da ja noch. Und sie können auch zwischen uns liegen. Das also ist auch nicht die Lösung. So wie in der Geschichte von Burkhard Josef, der die Uhr kaputt gemacht hat, so ist es jetzt auch hier mit den Scherben. Sie liegen da zwischen uns. Wie gehen wir am besten damit um? Burkhard Josef hat seinem Papa vertraut und hat das ihm erzählt mit der Glasuhr. Und der Vater hat ihm das verziehen. Ich denke, ihr könnt auch euren Eltern vertrauen, wenn mal etwas unabsichtlich zu Bruch geht. Oder wenn auch irgendwie anders etwas mal kaputt geht im Miteinander. Weil man ärgerlich war, ein böses Wort gefallen ist. Weil man vielleicht irgendwie etwas unachtsam war im Umgang miteinander. Weil man vielleicht zornig war, weil man etwas tun musste, wie Abfall runterbringen oder aufräumen. Da kann viel manchmal kaputt gehen. Aber ich denke, ihr könnt eurem Papa, eurer Mama vertrauen. Und mit ihnen dann zusammen wieder zu gucken, wie gehen wir mit den Scherben am besten um. Am besten bringt man sie tatsächlich ins Licht und lässt sie nicht im Dunkeln. Und man tut am besten auch keinen Teppich drüber und verdeckt sie, weil, wenn es dann bleibt und zwischeneinander ist, wenn da etwas ist, was zwischen Papa und Mama und den Kindern ist, das ist, glaube ich, nicht gut. Darum können wir einander vertrauen. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu Gott. Auch ihm dürfen wir vertrauen. Und wenn irgendwann mal was kaputt gegangen ist, dann dürfen wir es ihm auch anvertrauen. Jedenfalls, ich werde jetzt erst einmal auch zusehen, dass ich die Scherben wegbekomme. Ich habe hier schon mal Handfeger und Schaufel und kehre das Beste, am besten das auch alles zusammen. Ich denke, ihr dürft auch Papa und Mama vertrauen und mit ihnen zusammen die Scherben, die schon mal vorkommen, wegräumen. Und natürlich dürfen wir auch Gott vertrauen, dass er verzeiht, wo wir uns untereinander manchmal nicht vertragen, wo wir Dinge machen, die eigentlich nicht gut sind. Darüber beim nächsten Mal. Erst einmal wissen wir, Dinge sollten wir tatsächlich nicht in Scherben liegen lassen, im Teppich drüber liegen kehren oder gar alles im Dunkeln lassen, sondern wenn wir es ans Licht bringen. Dann kann verziehen werden, dann kann etwas heilen.